Ich darf Sie ganz herzlich zur Eröffnung des neuen Landgrafenplatzes begrüßen. Man braucht natürlich nicht nur eine Idee, sondern man braucht auch die Menschen, die es umsetzen. Und deswegen möchte ich mich ganz herzlich zunächst mal bei meiner Mitarbeiterin, die die Projektleitung gemacht hat, die Frau Stab, ganz herzlich bedanken. Sie hat die ganze Baustelle koordiniert, was nicht immer einfach ist. Eine Idee entwickelt, zusammen mit Planern, dass man eine Idee dann auch konzipiert. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bei der Projektleiterin für die Gestehung des Landgrafenplatzes, bei der Ilka Rosenthal, bedanken. Sie hat sich hier ihr Denkmal gesetzt, was sagt die Annika Georg, die stellvertretend die Firma Dollars Dice, zeig dich auch mal, Annika, komm auch mal hier nach vorne. Also die haben die Gestaltung des Landgrafenplatzes im Wesentlichen umgesetzt. Und die ganze Planung für was unter der Erde ist, was Einfahrten betrifft, was Schleppkurven betrifft, also was man sich so technisch alles vorstellen kann, das hat der Herr Gelsenleuchter gemacht. Kommen Sie auch mal vor, Herr Gelsenleuchter. Viel Planung für uns, deswegen kenne ich ihn vom Namen her. Mir fiel aber nicht ein, wie die Firma heißt. Die soll natürlich auch genannt werden. Best Ingenieur. Euch zwei auch ganz herzlichen Dank. Die Planung hat gut funktioniert. Das ist wirklich nicht einfach. Eine Baufirma, die macht gern immer Strecke. Ja? Und das ist natürlich dann nicht immer ohne weiteres möglich. Deswegen auch nochmal ganz herzlichen Dank an die Firma Triesch. Und da wir auch gleichzeitig den Weihnachtsmarkt eröffnen, was gehört zu Weihnachten, natürlich Gans. Deswegen gibt es 100 Portionen Gans. Genießen Sie einfach die Zeit hier auf dem Landgrafenplatz. Herzlichen Dank, eine gute Zeit, eine gute Weihnachtszeit für Sie und anschließend einen guten Rutsch ins neue Jahr.